Wir haben uns hier heute vor dem Deutschen Bundestag getroffen, um gegen die zunehmende Tötung von Menschen durch die Drohnen zu demonstrieren. Wir machen gemeinsam deutlich, dass viele der Ermordeten auf der Welt, sei es in Afghanistan, sei es in Afrika, in den verschiedenen Ländern, unter anderem deshalb ermordet werden können, weil hier in Deutschland bei dem Fliegerstandort der US-amerikanischen Armee in Ramstein die notwendigen Daten dafür geliefert werden, dass Drohnenmorde überall auf der Welt stattfinden können. Wir demonstrieren gemeinsam dagegen, dass dieser US-Drohnenmord von Ramstein aus stattfinden soll, und wollen deutlich machen, dass wir gemeinsam Solidarität mit den Opfern zeigen. Wir fordern eine weltweite Ächtung aller Drohnen und wollen gemeinsam deutlich machen, dass wir nicht hinnehmen, dass die BRD und die Bundeswehr sich Kampfdrohnen anschaffen will. Deshalb sind wir da und machen gemeinsam deutlich, mit dieser Politik darf es nicht weitergehen. Wir, das sind ein breites Bündnis aus Organisationen aus der Friedensbewegung, die heute den Deutschen Bundestag auffordern wollen, beenden Sie Ihre Kriegspolitik, beenden Sie Ihre Drohnenpolitik und schaffen Sie eine neue Form der Friedenspolitik. Als ersten Redner ankündigen möchte ich Lühr Henken, einer der Sprecher vom Bundesausschuss Friedensratschlag. Danke, Uwe. Freut mich, dass ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Wir treffen uns hier aus Solidarität mit den Opfern von US-amerikanischen Drohnenangriffen. Wir sind hier, weil wir gegen die Anschaffung und Entwicklung von Kampfdrohnen durch die Bundeswehr sind. Wir wollen, dass der Einsatz von Kampfdrohnen international geächtet wird. Anlass heute ist der Prozessbeginn in Köln vor dem Verwaltungsgericht, den drei Angehörige von Drohnenopfern im Jemen führen. Sie wollen erreichen, dass die Bundesregierung rechtlich und politisch Verantwortung dafür übernimmt und den USA verbietet, die Satellitenrelaisstation im rheinland-pfälzischen Ramstein dafür zu nutzen. Denn aus Geheimakten der USA wurde bekannt, dass die Signalverbindungen zwischen den Piloten in den USA und allen US-Drohnen über Satellitenschüsseln in Ramstein hergestellt werden. Ramstein ist deutsches Hoheitsgebiet und den USA zur militärischen Nutzung überlassen. Werden von diesem Gebiet aus völkerrechtswidrige Handlungen begangen und die US-Justiz schreitet nicht ein, wie in diesem Fall, ist die Bundesregierung gefordert, mutmaßlichen Straftatbeständen nachzugehen. Das tut sie bisher nicht, sondern zeigt sich unwissend und uninformiert. Die Bundesregierung missachtet die Forderung des Europäischen Parlaments, die in ihrer Entschließung vom 27.02.2014 die Mitgliedstaaten auffordert, die Praxis gezielter außergerichtlicher Tötungen zu verbieten und auf keinen Fall zu begünstigen. Ihr Nichtstun lässt befürchten, dass sie ihr häufig bekundetes Versprechen, eigene Kampfdrohnen auf gar keinen Fall für sogenannte gezielte Tötung einsetzen zu wollen, nicht ernst gemeint ist. Dieser Fall der Jemeniten ist ein konkreter Fall einer massenhaften Tötungspraxis des US-Präsidenten. Zugegeben hat die US-Luftwaffe bisher 1336 Kampfdrohnenangriffe in Afghanistan in den 4 Jahren von 2009 bis 2012. Hinzu kommen, von Journalisten inoffiziell erfasst, über 500 Killerdrohnenangriffe in Pakistan, Jemen und Somalia. Alle Signale verlaufen über Ramstein. Durchschnittlich wurden in Pakistan und Jemen mit einem Drohnenangriff mindestens jeweils 6 Menschen getötet. Das bedeutet, dass in Afghanistan mindestens 10.000 Menschen per Fernbedienung den Tod fanden. Dass dabei das Gebot der Verhältnismäßigkeit des Waffeneinsatzes missachtet wird, zeigt folgende Untersuchung für Pakistan und den Jemen. Die Menschenrechtsorganisation Reprieve hat konkret ermittelt, dass der gezielten außergerichtlichen Tötung 1147 unbeteiligte Menschen zum Opfer fallen, obwohl nur 41 Menschen mit Drohnen gejagt wurden.
Wenn es gelänge, mittels dieses Präzedenzfalles der Familie Bin Ali Jaber die Mitverantwortung Deutschlands an der Massentötung durch US-Kampfdrohnen zu belegen, müssten die Ermittlungen auf alle Einsatzgebiete ausgeweitet werden. Rammstein muss für den Einsatz von US-Drohnen sofort gesperrt werden. Ein zweiter US-Standort in Deutschland ist für die US-Drohnenkrieg von Bedeutung, Stuttgart. Das hier ansässige US-Kommando für Afrika, AFRICOM, ist unter anderem zuständig für den US-Luftwaffenstützpunkt im ostafrikanischen Djibouti, von wo US-Kampfdrohnen mit Zielen in Afrika, aber auch im Jemen starten. AFRICOM nominiert die Abschussziele, ist also in die Tötungspraxis per Fernbedienung einbezogen. Der 2+4-Vertrag spricht der Bundesrepublik Deutschland seit 1991 die volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten zu und bekräftigt zudem, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgeht. Im Sinne dieser völkerrechtlichen Bestimmung fordern wir den Generalbundesanwalt auf, Ermittlungen beim AFRICOM in Stuttgart gegen Personen aufzunehmen, die Drohneneinsätze leiten und auf dem Gelände des US Air Force Base Rammstein gegen Personen zu ermitteln, die an der Aufrechterhaltung der Satellitenrelaisstation beteiligt sind. Die Bundesregierung fordern wir auf, sich umgehend für die Schließung der US-Satellitenrelaisstation und von AFRICOM einzusetzen und den Erwerb, die Anmietung und die Entwicklung von Kampfdrohnen zu verzichten. Der Bundesausschuss Friedensratschlag wird seine Aktivitäten gegen die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen, wie sie auch durch ein deutsch-französisches, italienisches Gemeinschaftsprojekt vorgesehen ist, verstärken. Auch durch die weitere Unterstützung der deutschen und internationalen Drohnenkampagne. Danke. Vielen Dank, Jo, für die kurze Ansprache. Dass wir uns bereits schon langsam durchsetzen mit unseren Forderungen, sehen wir ja daran, dass wir unsere eigene Drohne vertrieben haben. Der Peter ist mit der Drohne wieder weggefahren, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Und wenn die Bundesregierung dasselbe macht wie der Peter, dass sie nämlich die Drohnen da lässt, wo sie hingehören, zu Hause, dann haben wir ja schon ein Stück bei der Drohnenkampagne erreicht. Aber ich habe das unangenehme Gefühl, Dieter wird noch kommen und wird sich dann irgendwann mit der Drohne hierher schleichen. Aber spätestens dann werden wir der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag sagen, wo es lang geht. Wir stehen ja heute an einem Tag hier, wo selbst keine Sitzungswoche ist. Wir denken aber, dass es wichtig ist, am heutigen Tag gemeinsam zu demonstrieren, wo international unterschiedliche Aktionen stattfinden um diesen Tag herum, in den USA, in Frankreich und eben hier in Berlin, um deutlich zu machen, wir sagen Nein zu Drohnen, wir halten Drohnen für illegale Ermordung von Menschen, es ist die Todesstrafe ohne Richter, der US-amerikanische Präsident und hohe Militärs entscheiden darüber, welche Menschen ermordet werden und welche nicht ermordet werden, wir sagen auch deutlich, dies widerspricht dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und eine Bundesregierung, die sich an einer solchen Politik beteiligt, handelt verfassungswidrig. Wir würden uns manchmal wünschen, dass der Verfassungsschutz sich auch die Institutionen anschaut, die als verfassungswidrig einzuschätzen sind. Drohnenpolitik in Rammstein, Drohnenpolitik der Bundesregierung ist eindeutig falsch und wir machen gemeinsam deutlich, wir nehmen diese Politik nicht mehr länger hin. Meine Damen und Herren, wir sind hier gemeinsam zusammengekommen, um gemeinsam gegen Kampfdrohnen hier in Deutschland oder auf der Welt zu demonstrieren. Wir machen gemeinsam deutlich, dass wir nicht akzeptieren, dass der Deutsche Bundestag beschließen möchte, für die Bundeswehr bewaffnete Kampfdrohnen anzuschaffen. Dazu sagen wir Nein. Wir fordern eine weltweite Ächtung der Kampfdrohnen, weil wir sie für Kampfdrohnen halten, sage ich aber nicht so laut. Und wir freuen uns jetzt auf eine Rede von Fanny Michaela Racine, die für die Internationale Liga für Menschenrechte spricht. Fanny, schön, dass du da bist. Du müsstest bitte beim Reden denen du was sagen willst, bitte den Rücken zukehren, damit du von der Kamera auch gefilmt werden kannst und sie hören dich ja. Habe ich das gut gemacht? Ja, ich spreche. Ganz nah ran. Reinbeißen. Ich spreche hier für die Internationale Liga für Menschenrechte und möchte zuallererst sagen, dass das Recht auf Leben das erste und das wichtigste Menschenrecht ist. Und wir sehen es so, dass mit diesen Kampfdrohnen jetzt ein Mittel entwickelt worden ist, das Recht auf Leben, dass jeder, das ein universelles ist, dass jeder Mensch hier auf dem Globus hat, feige und ruchlos
im Grunde anzugreifen, von der Ferne mit einer gezielten, mit Daten zum Ziel ausgestatteten Drohnen, ferngesteuert, ohne Gericht, ohne Rechtszustand Menschen zu töten, ist ein Angriff auf die universelle Erklärung der Menschenrechte, und das werden wir nicht hinnehmen. Das Recht auf Leben zu verteidigen heißt, Alle Kampfdrohnen, das sind unbemannte Tötungsinstrumente, zu ächten. Und ich fordere die Bundesregierung auf, hier am Platz, an dem der Zweite Weltkrieg ultimativ beendet wurde, ich fordere die Bundesregierung auf, eine Initiative zur weltweiten Ächtung aller Kampfdrohnen zu ergreifen. Darauf wartet die Weltbevölkerung. Ich bin jetzt hier, um einen Brief, eine Erklärung von Faisal bin Ali Jaber zu verlesen, der heute in Köln vor dem Verwaltungsgericht die Familie vertritt, die zwei Angehörige durch gezielte Tötung von Drohnen verloren hat. Das ist der Schwager von Herrn Jaber und der Neffe von Herrn Jaber, durch gezielte Tötung von Drohnen, die hier von Ramstein aus gesteuert wurde, von den USA befohlen und hier von Ramstein aus mit Daten ausgestattet, die diese Tötungsinstrumente ins Ziel geführt haben, und das hieß, zum Körper des Neffen von Herrn Ali Jaber und des Schwagers von Herrn Ali Jaber. Ich verlese jetzt seine Erklärung an uns. Liebe Freunde, ich bin sehr dankbar für Ihre Unterstützung meiner Versuche, Gerechtigkeit zu erfahren. Es ist für meine Familie eine tragische Zeit gewesen und für Jemen. Drohnen haben unsere Gemeinde terrorisiert und so viele unschuldige Menschen getötet, unter anderem meinen Schwager und meine Neffen, die Männer des Friedens waren. Ich habe den Fall in der Hoffnung hierher gebracht, vor das Kölner Verwaltungsgericht, dass deutsche Gerichte und noch wichtiger das deutsche Volk unsere Geschichte anhört und sich für notwendige Veränderungen einsetzt, die die Männer, Frauen und Kinder des Jemen schützen. Wir sind zutiefst erschüttert über unseren Verlust, aber nichts wird Salem und Walid zu uns zurückbringen. Jetzt müssen wir zusammenstehen und in die Zukunft blicken. Wir müssen Erfolg haben, sodass andere Familien nicht so leiden müssen wie meine, und wir eine wahrhaftige und friedensvolle Lösung für Jemen finden. Weil wir wissen, besser wie jeder andere, weil wir wissen, dass man keinem Land durch Drohnenangriffe Frieden und Stabilität bringen kann. Dies ist eine schwere und lange Reise, und trotz der wunderbaren Unterstützung durch meine Rechtsanwälte von Reprieve und durch das Europäische Komitee für Menschenrechte bin ich nur ein Mensch. Zu wissen, dass Sie nur ein Mensch, Entschuldigung, bin ich nur ein Mensch, zu wissen, dass Sie an meiner Seite sind, zusammen mit dem jemenitischen Volk, ist ein gewaltiger Trost und eine großartige Inspiration. Es ist Ermutigung. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen in meinem Namen, im Namen meiner Familie und dem des jemenitischen Volks, und hoffe und bete, dass Sie bei allen Ihren Bemühungen, Gerechtigkeit und Frieden in mein Land zu bringen, nicht nachlassen werden. Das ist die Erklärung von Herrn Ali Jaber.
Vielen Dank, Fanny. Nach dieser bewegenden Erklärung kann man eigentlich nur dazu fügen, egal wie das Urteil ausgehen wird, alleine, dass es eine Anklage gegeben hat hier in Deutschland, dass das Gericht die Anklage angenommen hat, ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, weil wir müssen deutlich machen, in diesem Land tragen die politisch Verantwortlichen direkte Verantwortung für die Ermordung von Menschen in Jemen, in Afghanistan. Und wir müssen gemeinsam deutlich machen, dass es auch möglich sein muss, hier in Deutschland gegen diese unverantwortbaren Ermordungen durch die Kampfdrohnen zu klagen. Und deshalb drücken wir den Anwalt, deshalb drücken wir der Familie alle Daumen, die wir haben, und hoffen, dass das Gericht auch Recht spricht und nicht das Recht wieder mal für die Herrschenden ausgelegt wird. Deshalb stehen wir heute hier, um gemeinsam deutlich zu machen, wir nehmen nicht hin, dass von deutschem Boden aus Drohnenangriffe mit Kampfdrohnen geplant werden, dass sich die Bundesregierung hinstellen kann, wenn beispielsweise kleine Anfragen der Grünen oder kleine Anfragen der Linken gestellt werden, dass sie behaupten kann, sie wissen nicht, was in diesen vier Mauern oder hinter den Zäunen von Rammstein stattfindet. Es ist kein exterritoriales Gebiet in Rammstein, es ist Teil des bundesdeutschen Bodens, und wir machen deutlich, dass diese Regierung auch Verantwortung übernehmen muss für das, was im eigenen Land stattfindet. Und ich denke, wenn sie diese Verantwortung nicht wahrnimmt, muss man langfristig auch darüber nachdenken, die Regierung selbst zu verklagen, weil eine Regierung die Todesstrafe, ohne dass ein Richter sie gesprochen hat, hinnimmt, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wir kämpfen alle gemeinsam seit Jahrzehnten gegen die Todesstrafe. Wir kämpfen aber noch mehr gegen eine Todesstrafe, die nicht mal von Richtern ausgesprochen wird, sondern von Militärs. Das ist nichts anderes wie feiger und gemeiner Mord. Eine Resolution verabschiedet, aus der Elke einige wenige Punkte vorlesen möchte. Diese Entschließung ist ein erster kleiner Erfolg, den die Drohnenkampagne erreicht hat. Der wirkliche Erfolg wird sein, wenn es zu einer weltweiten Ächtung von Drohnen gekommen ist. Der wirkliche Erfolg wird sein, wenn diese Bundesregierung endlich ihre Pläne aufgibt, bewaffnete Kampfdrohnen für die Bundeswehr einzusetzen. Und der wirkliche Erfolg wird erreicht werden, wenn wir weltweit die aggressive Militärpolitik gestoppt haben. Elke, du hast das Wort. Ich möchte aber vorher trotzdem doch noch sagen, dass es kein Unding ist, dass die Bundesregierung zusammen mit einem Staat der USA, mit deren Regierung, von der man jetzt weiß, genauer weiß, wie sie ISIS gefördert hat, weiterhin unterstützt, so einen verbrecherischen Staat, und eine Bundesregierung, die ihn zusammenarbeitet auf Rammstein, hat noch einen zusätzlichen Skandal, den man im Blick nehmen muss. Und da wir aber auch ein Recht haben, andererseits ein nationales und ein internationales Recht, das eigentlich auch humanistische Forderungen verteidigt, nie wieder Krieg ist eine Forderung, können wir ja nur hoffen, dass auch bei dem Gericht in Köln das irgendwo ankommt, dass es solche Rechtsprechung gibt. Und dass das Europäische Parlament mit über 500 Stimmen auf Initiative von BUNGL und anderen diese Initiative reingebracht hat, werde ich einige Punkte vorlesen, die sich insbesondere im Hinblick auf das Gericht an die Richter und die Rechtsprechenden richtet, dass sie zu bedenken hätten, was hier als Vorschlag, als Erklärung genannt worden ist. Und ich hoffe, oder ich bedauere es eigentlich, dass wir es denen nicht vorher schon zugeschickt haben, dass sie sich darüber Gedanken machen, was folgende Sachen, Erklärungen hier vorliegen. Wie gesagt, Bühe hat ja auch schon davon gesprochen, im Februar 2014 mit über 500 Ja-Stimmen zugestimmt, dieser Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von bewaffneten Drohnen. Unter Hinweis auf die Erklärung des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon über den Einsatz bewaffneter Drohnen, weiterhin unter Hinweis auf die Anhörung zu den Folgen des Einsatzes von Drohnen für die Menschenrechte, die vom Unterausschuss Menschenrechte des Europäischen Parlaments gemeinsam mit dem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung organisiert wurde, wird Folgendes vom Europäischen Parlament festgestellt. In der Erwägung, dass Staaten verpflichtet sind, dass bei Drohnenangriffen Zivilisten getötet wurden,
dazu verpflichtet sind, die Verantwortlichen öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen und den Familien der Opfer Zugang zu Rechtsmitteln zu gewähren, sowie Schadenersatz zu leisten. Geht ans Gericht. In der Erwägung, dass nach Artikel 51 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen gilt, dass die Androhung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, verboten ist, geht an das Gericht. In Erwägung, dass Drohnenangriffe eines Staates und außerhalb des erklärten Kriegsgebiets liegende Gebiete eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung oder die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates einen Verstoß gegen das Völkerrecht und eine Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität des betroffenen Landes darstellen, geht an das Gericht in Köln. In der Erwägung, dass nach den internationalen Menschenrechtsvorschriften willkürliche Tötungen grundsätzlich verboten sind, in der Erwägung, dass die gezielte Tötung von Menschen in nicht kriegsführenden Staaten nach dem humanitären Völkerrecht nicht zulässig ist, fordert die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik die Mitgliedstaaten und den Rat auf, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren rechtlichen Verpflichtungen keine rechtswidrigen, gezielten Tötungen verüben oder solche Tötungen durch andere Staaten begünstigen, womit die BRD gemeint ist. Und das sollten wir vielleicht doch auch nochmal dem Gericht in Köln zuschicken, mit diesen Punkten im Europäischen Parlament. Ich danke vor allen Dingen auch den Linken, die da sehr aktiv waren, dass sie da im Europäischen Parlament diese Initiative eingebracht haben. Danke. Vielen Dank, Elke. Und wir fügen natürlich dazu in Erwägung, dass die Bundesregierung plant, Kampfdrohnen anzuschaffen, sagen wir Ihnen, das verstößt gegen das Völkerrecht. In Erwägung, dass vom bundesdeutschen Boden aus geplant werden kann, dass Kampfdrohnen in Jemen, in Afghanistan und in anderen afrikanischen Staaten Menschen ermorden, muss diese Bundesregierung für ihre Untaten verurteilt werden. Und in Erwägung, dass wir heute da sind, machen wir deutlich, wir kämpfen so lange gegen die Kampfdrohnen, bis es weltweit keine Kampfdrohnen mehr gibt, bis sie weltweit geächtet wurden und bis vor allen Dingen erreicht wird, dass Menschen nicht mehr willkürlich ermordet werden, sondern etwas dafür getan wird, dass Menschen menschenwürdig leben können. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir hier stehen, wo fast jeden Tag Dutzende von Menschen im Mittelmeer ermordet werden, dadurch, dass die Europäische Union aufpasst, wie die Menschen nicht gerettet werden, dass sie kein Geld dafür zur Verfügung stellt, dass eine anständige Rettungsmission, die das ganze Mittelmeer abdeckt, auch organisiert werden kann, machen wir deutlich, diese Regierung hat Geld dafür, Kampfdrohnen für viele hundert Millionen anschaffen zu wollen. Sie hat Geld dafür, ein Rüstungsprojekt nach dem anderen modernisieren zu wollen. Sie hat Geld dafür, weltweite Auslandseinsätze zu planen. Sie hat aber kein Geld dafür, Menschen, die in Not sind, zu retten. Wir empfinden das als Schande und machen gemeinsam deutlich, wir demonstrieren gegen diese unmenschliche, inhumane und vor allen Dingen falsche Politik der Bundesregierung. Deshalb stehen wir hier auch vor dem Deutschen Bundestag. Bravo.